Hier kommen alle wichtigen Infos zum neuen Fallout 76. Bei Fallout 76 handelt es sich um ein reines Multiplayer-Spiel, genau gesagt einem Online-Survival-Game. Das heißt, es gibt keine freundlich gesinnten NPCs mehr, wie ihr sie aus den Vorgängern kennt. Alle menschlichen Charaktere, die ihr in der Spielwelt antrefft, werden von menschlichen Spielern gesteuert. Fallout 76 ist in West Virginia angesiedelt und soll laut den Entwicklern viermal so groß werden wie die Spielwelt von Fallout 4. Zeitlich spielt Fallout 76 vor allen anderen Teilen. Der Fokus des Spiels liegt auf dem Koop mit anderen Spielern. Ihr schließt euch zu Teams zusammen, um die zerstörte Welt wieder aufzubauen. Dabei kämpft ihr gegen feindliche Teams und könnt Siedlungen errichten. Um euch gegen Mutanten zu verteidigen, könnt ihr diese mit Verteidigungssystemen erweitern. Ebenso soll es möglich sein, Nuklearraketen auf gegnerische Basen zu schießen und damit die gesamte Arbeit eines Teams zunichte zu machen. Wird es eine Story und Quests geben? Auf jeden Fall. Wie genau die Story allerdings erzählt wird, hat Bethesda leider noch nicht verraten. Ein Fallout ohne Singleplayer? Naja, nicht ganz. Laut Entwickler sollen wir Fallout 76 auch komplett alleine erleben können. Das geht jedoch nur mit privaten Servern und Mods, die aber erst nach dem Release verfügbar sein werden. Das serientypische Vets-Kampfsystem ist auch wieder mit von der Partie. Allerdings müsst ihr es diesmal in Echtzeit und ohne Verlangsamung benutzen. Wie gut das in der Praxis funktioniert, das bleibt abzuwarten. Ein Release-Datum ist auch schon bekannt. Fallout 76 soll am 14. November 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Aber jetzt ist eure Meinung gefragt. Worauf freut ihr euch am meisten in Fallout 76? Lasst es uns wissen und schreibt es in die Kommentare.